Die Auseinandersetzung mit dem Thema Parkinson hat bei mir begonnen, indem ich einfach diesen Typ einen Namen gegeben habe, Herrn P., der einfach sich ungefragt in mein Leben geschlichen hat und dreist und feist mitbestimmt, wie es mir geht. Ich nehme zu dieser Krankheit Stellung, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dieses Krankheitsbild, diese Diagnose keinen Menschen in die Verzweiflung treiben muss. Das ist für mich Motivation, mich zu öffnen, in die Öffentlichkeit zu gehen und über diese Krankheit Auskunft zu geben. Also ich bin ein Typ, der früher großen Wert auf eine ordentliche Performance gelegt hat, auf der Bühne, auf der Kanzel, am Rednerpult. Das musste rhetorisch und von der Gestik her in jeder Hinsicht gut sein, das war mein Anspruch. Und jetzt mitzuerleben, dass diese Krankheit diese Stärke bricht und diesen Hochglanz rissig macht und diese Fassade freigelegt wird auf die eigentlich tragenden Strukturen hinter der Fassade, so dass ich jetzt schon sagen kann, ich habe mehr profitiert, als dass ich Grund zur Resignation habe. Für mich ist ein wesentlicher Schlüssel, wie ich aus dieser Glaubenskrise herausgekommen bin oder wie ich vielleicht noch mittendrin stehe, ich weiß es ja nicht, ist für mich die Erkenntnis, heil sein, mit Gott im Frieden leben, mit meinen Mitmenschen im Frieden zu leben, mit der Begrenzung dieser Krankheit einigermaßen zuversichtlich leben zu können. Das nenne ich Heilsein. Dieses Heilsein ist allemal wichtiger als geheilt zu sein. So, ich bin offen für Überraschungen auf dem Gebiet, eine ultimative Heilung zu erleben. Aber das, was ich jetzt an Heil erlebe, an Frieden mit Gott, an erfüllter Lebenszeit, an hochqualitativer Zeit, die ich vorher so nicht gekannt habe, würde ich sagen, das ist ein Grund, sogar etwas dankbar zu sein für diese Lebenserfahrung. Es gibt auch Leute, die mich gut kennen, die meinen Lebensweg begleitet haben, die sagen, Jürgen, du hast früher anders gepredigt, heute predigst du nahbarer, verletzlicher. Menschen, die nicht so toll drauf sind wie du, fühlen sich neuerdings besser angesprochen von dir, weil sie merken, das, was der redet, ist wirklich durch die Schule des Tests gegangen. Und für mich war sehr bedeutend, dass der Neurologe, ein sehr erfahrener Neurologe, mir gesagt hat, Herr Mette, Sie sind Pastor, Sie müssen jetzt endlich das tun, was Sie 30, 40 Jahre den Leuten gepredigt haben. Und das habe ich empfunden wie eine Reordination. Noch einmal zu sagen, ich stelle mich unter diesen Bedingungen ganz neu meiner Berufung und meinem Auftrag und denke gar nicht daran zu resignieren.